Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin schon passend eingekleidet und mein Hintergrund ist schon passend zu dem heutigen Thema des Videos. Und zwar bin ich ja momentan dabei, mir selbst die Sprache Koreanisch beizubringen, da ich selbst Halbkoreanerin bin und es leider nicht sprechen kann. Und deswegen probiere ich es halt mir selbst beizubringen seit einem halben Jahr ungefähr. Und heute zeige ich euch mal, wie ich das alles so mache mit meinen ganzen Essentials. Also ich werde euch zeigen, was ich alles benutze, wie ich es benutze, mein ganzes System, wie ich lerne, wie oft ich lerne. Dann werde ich euch noch ein paar Tipps geben und ja, Erklärungen einfach. Und ich möchte euch mal mitgeben, was ich von meiner bisherigen auf meiner bisherigen Reise des koreanischen Lernens gelernt habe. Das kann ich natürlich nicht nur auf Koreanisch beziehen, sondern auf alle anderen Sprachen auch, weil es ja allgemeine Tipps sein werden. Aber ich werde mich jetzt persönlich auf Koreanisch beziehen, da ich das ja lerne. Ja, das hier ist mein ganzer Ordner mit den ganzen Sachen. Ich werde jetzt mal hier auslernen, euch zeigen, was ich alles so benutze. So, als allererstes habe ich hier mein Vokabelheft, das ich leider nicht mehr weitergeführt habe nach einigen Seiten. Hat einfach den Grund, weil ich da sowieso nicht reingeguckt habe. Ich finde ein Vokabelheft an sich sehr sinnvoll. Das Problem bei mir ist halt einfach nur, dass ich da nicht reingucken werde. Das heißt, es ergibt einfach keinen Sinn für mich, so ein Heft zu haben. Deswegen habe ich ein anderes Heft, wo ich öfter reingucke. Und deswegen benutze ich das jetzt hier nicht mehr. Ja, genau. Ich habe nämlich dieses Heft und das habe ich immer bei mir, wenn ich zum Beispiel koreanische Serien, Videos oder Songs höre. Und wenn mir dann was auffällt, was ich nicht kenne, ein Wort oder eine Phrase oder irgendwas, schreibe ich das hier rein und schreibe mir meistens die Erklärung dazu auf. Hier fallen schon so ein paar Sachen raus, die sehe ich auch gleich. Das ist hier schon irgendwie rausgerissen. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, dass ich ab und zu mal so ein paar Sachen reingeschrieben habe, die mir irgendwann mal aufgefallen sind, was ich noch nicht kannte, aber halt diese Grammatikthemen oder so nicht wirklich krass ausgearbeitet habe. Aber ab da einfach, ja, so kleine Vokabelsachen aufgeschrieben habe. Dann finde ich Bücher ziemlich hilfreich. Ich habe hier dieses Buch, das ist das Koreanisch leicht gemacht für Anfängerbuch. Das ist jetzt keine Kooperation oder irgendwas, einfach meine persönliche Erfahrung. Also dieses Buch ist eigentlich, ja, relativ gut. Also das ist auch das Hauptsächliche, womit ich lerne. Das Hauptsächliche. Da sind auch so verschiedene Kapitel mit verschiedenen Grammatikthemen und Vokabeln. Ja, und damit lerne ich dann einfach ein bisschen. Und die Frage, wie ich den Namen genau lerne, wird jetzt geklärt, denn ich habe dieses coole Heft. Das ist so mein Main-Heft, mein Hauptordner. So, ich erkläre euch das jetzt mal alles genau. Und zwar... So, mein Stativ hat nicht so gut gehalten. Okay, also egal, ich erkläre es euch jetzt mal. Auf der ersten Seite steht das koreanische Alphabet, das heißt Hangul. Und das habe ich einfach aufgeschrieben, ja, einfach als Grundlage, wenn ich es jetzt nicht mehr brauche, weil nach ein paar Tagen und Wochen weiß man das irgendwann. Generell sind ja immer noch so ein paar Grammatikthemen vorne drauf, die halt relativ wichtig sind und deswegen stehen sie da. Und ich habe da auch meine Register gleich aufgeschrieben. Also ich habe da nämlich für Grammatik blau und für Vokabeln grün. Darauf kommen wir aber nochmal im Laufe des Heftes zurück. Und dann habe ich noch rechts aufgeschrieben, die Nomen sind blau. Die Nomen sind blau, die Verben sind rosa und die Adjektive sind gelb. Dann habe ich halt so verschiedene Themen. Das zum Beispiel hier habe ich Farben, deswegen habe ich erstmal das als Überschrift gemacht. Hier steht jetzt immer noch die Romanisierung daneben, also wie man das quasi ausspricht, weil ich halt wie gesagt früher das koreanische Alphabet noch nicht lesen konnte, beziehungsweise noch nicht so gut, deswegen habe ich das daneben geschrieben. Aber ich mache es jetzt gar nicht mehr, da man zum Beispiel Hangul gar nicht mit dem Alphabet vergleichen kann und es eigentlich gar nicht die gleichen Töne gibt. Deswegen ergibt es auch nicht so viel Sinn, die richtige Romanisierung, also die Wörter, wie man es ausspricht, direkt daneben zu schreiben. Aber habe ich halt da noch gemacht. Und ihr seht ja hier, dass ich das so grün unterstrichen habe. Und es liegt daran, dass es ja hier um Vokabeln geht. Und wie gesagt, ist bei mir grün Vokabeln. Wenn wir dann einmal umblättern, kommen wir zu den ganzen Grammatikthemen. Ich habe hier einmal ist, ein Fragewort, Topic, Partikel, Länder, Nationalitäten, welche Auslassung eines Subjektives, Intonation bei Fragen und Sprachen. Ich habe das jeweilige Thema dann immer in ein paar Sätzen erklärt, dann habe ich ein Beispiel gemacht und das war es so eigentlich. An der Seite habe ich immer ein bisschen Platz gelassen für Vokabeln und sonst habe ich auch noch diese gelben Stichwortzettel, wie heißt es? Gelben Sticky Notes für Vokabeln. Das habe ich jetzt so eigentlich immer weitergeführt. Also eigentlich ist es gar nicht so spannend. Dann habe ich jetzt hier auch noch so ein paar Vokabelsachen gefunden, die ich mal aufgeschrieben habe. Ja. Dann für den Anfang hat mir dieses Buch auch noch sehr geholfen. Da hat man das koreanische Alphabet, also Hangul, gelernt zu schreiben. Da waren dann so Übungen drin, wo man da das nachschreiben konnte. Habe ich gefühlt irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung warum eigentlich. Und vielleicht kennt ihr das Buch Bin ich klein? Das gibt es mittlerweile in allen Sprachen, also gefühlt von jeder Sprache zu jeder Sprache. Ich habe jetzt hier logischerweise Deutsch und Koreanisch.
Und dann, das ist halt so ein Kinderbuch, also richtig süß. Und dann werden also die Sätze übersetzt. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach noch so, ja, so kinderbuchmäßig eine Übersetzung. Und zum Schluss noch ein Wörterbuch, weil man kann sich auf Google Übersetzer nicht verlassen. Wenn ich irgendein Wort nachgucken möchte, gucke ich das lieber hier nach und verlasse mich nicht auf Google Übersetzer. Das Problem gerade bei Koreanisch ist auch, dass es zwei verschiedene Arten von Koreanisch gibt. Es gibt das Koreanisch und das Sino-Koreanisch. Das Sino-Koreanisch hat seinen Ursprung im Chinesischen. Deswegen ist quasi da Chinesisch und Koreanisch vermischt. Und das wird manchmal bei Google Übersetzer so angezeigt. Und deswegen ist es halt falsch, was da angezeigt wird, weil es nicht Koreanisch, sondern Sino-Koreanisch ist. Und deswegen verlasse ich mich eigentlich fast ausschließlich auf dieses Buch. Okay, also mein erster Tipp ist, sich ganz viel mit dieser Sprache zu umspülen. Das heißt, Filme in der Sprache zu gucken, Musikvideos, generell Musik hören in dieser Sprache, Vlogs gucken. Ich finde Vlogs sogar besser als Filme, wenn man oft merkt, dass man in Filmen nicht die realen Situationen vor sich hat, sondern ja, einfach irgendwelche geskripteten und inszenierten Sachen, die meistens im so richtigen Slang gar nicht benutzt werden. Deswegen finde ich Vlogs eigentlich besser oder generell Videos von YouTubern, dass es einfach viel natürlicher und realitätsnaher ist. Ein Tipp zum Vokabellernen ist auch, diese Vokabeln zu visualisieren. Das heißt, sie einfach diejenigen Gegenstände, die Vokabeln raufklebst. Das heißt, Buch heißt zum Beispiel im Koreanischen Check. Und dann macht ihr hier einen Klebezettel hin und schreibt darauf Check. Immer wenn ihr das Buch seht, lest ihr Check und denkt euch so, wow. Und irgendwann merkt ihr euch, das ist ganz easy, wenn man das an seine Tür klebt, an sein Bett, an seinen Schrank, an sein Regal, an seinen Kühlschrank. Irgendwann merkt man sich einfach die Sache, wenn man vorbeigeht und dieses Wort sieht. Oder was auch ziemlich lustig und schwer sein kann, ist das Name Game. Das Name Game geht so, dass man sich in einen Raum stellt und dann versucht, alle Sachen in diesem Raum aufzuzählen auf der jeweiligen gelernten Sprache. Das heißt, ich muss jetzt hier so zum Beispiel bei meinem Schreibtisch sitzen oder in meinem Zimmer generell und dann versuchen, jedes einzelne Teil auf Koreanisch zu sagen, was mir nicht gelingen würde, da ich einfach nicht so viel weiß. Ich habe wenig Wissen. Nein, Spaß. Und ich glaube, das Wichtigste am Ende des Tages ist einfach, dass man diese Sprache auch benutzt. Das heißt, dass ihr wirklich dann Texte oder Briefe in der Sprache schreibt, dass ihr mit anderen Personen in der Sprache redet, dass ihr da viel hört. Und wenn man ja einfach das nur lernt und dann das nicht anwendet, das ist, glaube ich, ja, keine Ahnung, learning by doing, sage ich mal. Manchmal telefoniere ich mit meiner Oma jetzt immer, um mit ihr halt Koreanisch zu reden. Weil meine Mutter halt auch nicht Koreanisch kann, beziehungsweise sie kann es schon, aber jetzt nicht so gut. Und deswegen rufe ich meine Oma dann mal an und rede mit ihr so auf Koreanisch. Das klingt dann ungefähr so. Hangul Chingo, Hangul Check, Hangul Hakyo Ga. Ne, Hangul Hakyo Ga is Shippoyo. Ich hoffe, dass ich mit dem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder schreibt mir auch in die Kommentare, welche Sprache ihr lernt. Würde mich sehr interessieren. Noch stimmt hier mal ab. Ich mache jetzt eine Abstimmung, welche Sprache ihr lernt. Keine Ahnung, ist bestimmt auch voll cool. Dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Bleibt gesund und bleibt fröhlich. Bis morgen. Tschüss.